Sali Esat, danke, dass du für den Polit- oder Philosophie-Talk zugesagt hast zum Thema Arbeiten. Was schaffst du im Moment? Danke für die Einladung erstmal, sehr gerne. Wir haben ja uns auch schon mal getroffen und es war sehr spannend. Also zum Thema Arbeiten. Ich habe Anfang Mai ein Vorstellungsgespräch gehabt beim Verein Leben wie du und ich. Das ist ein Verein, wo sich für die Leute mit Assistenz einsetzt. Also für die gewisse Arbeiten übernimmt, die sie behinderungsbedingt nicht können. Also tätigen, ja, genau. Und ist es gut gegangen? Also ist es fruchtbar gewesen? Ist schon irgendwie Bestätigung aus die also, ich habe zwei Vorstellungsgespräche gehabt, weil das eben drei Leute sind, die sich an 100% Stellen teilen. Und meine eigentliche Vorgesetzte ist eben dann nicht rum gewesen. Und darum haben wir uns eben Anfang Mai dann getroffen. Und es ist eigentlich sehr gut gegangen. Und jetzt ist es eigentlich so weit, dass ich sozusagen eine mündliche Bestätigung bereits habe. Aber weil das vom Vorstand alles muss abgesegnet werden, warte ich jetzt noch eigentlich auf den wirklichen definitiven Bescheid. Und dann würde ich voraussichtlich ab 1. Juni anfangen. Also was? Ich werde einen Mitarbeiter also angestellt 30% und würde dort die Stundenabrechnungen von den Personen, die Assistenz haben, übernehmen. Stundenabrechnungen, also Stundenabrechnungen an die jeweiligen Behördenstellen schicken, Webseitenwartung machen. So ein bisschen Allrounder. Genau, richtig. Richtig. Ja. Oh, und was hast du vorher gemacht? Oder wie hat, also nicht, also letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Also im 14. Also ja, also ich habe wirklich relativ lang auch gesucht. Stellen gesucht und auch aufgrund von dem habe ich mich auch im Web Publishing dann weitergebildet im 12. Habe aber trotzdem nichts gefunden, obwohl ich wirklich nicht nur strikt im kaufmännischen Bereich geschaut habe, sondern wirklich breit gefächert. Aber irgendwie hat es sich bisher nie ergeben, dass ich einmal ja, in die engere Auswahl gekommen bin, geschweige denn eingeladen worden bin zu einem Vorstellungsgespräch. Und wenn ich dich da frage, was hat das gelegen? Ist irgendwie ein Anhaltspunkt, so Vermutungen? Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also an den Noten liegt es nicht. Es ist wahrscheinlich, also ich habe anfänglich so mich beworben, dass ich eben geschrieben habe, wo ich meine Lehre absolviert habe. Und wo ist das eigentlich genau? Ich weiß, wir haben das gesprochen. Das ist in der
Braunau-Stiftung. Ah, okay. In Zürich. Geschützter Arbeitsbereich aber? Also wir sind alle eigentlich in der öffentlichen Schule gsi, also in der KV Zürich Business School bin ich in die Schule gegangen, aber der Arbeitsplatz ist eigentlich ja geschützt. Quasi geschützt gsi, ja, okay. Für eine Art, ja. Aber Noten von der Schule sind eigentlich Noten wie am Fußgänger. Ja. Ja. Und man kommt ja auch bei Absagen immer wieder Absagen ja über, wo auch drin steht. Manchmal ist sehr schwammig, warum es auch nicht genommen. Das ist so die meiste Begründung. Also ehrlich gesagt, ich habe vor dem Vorstellungsgespräch jetzt wirklich einen Haufen Absagen gehabt. Und wie gesagt, ich habe das so gesehen, wie das sind einfach so Standardbriefe, die man rauslässt, oder? Weil ich habe nie gesehen, dass eben steht, wegen dem und dem Grund haben wir sie nicht genommen, sondern einfach, ja, es passt etwas Besseres in unser Profil und wegen dem können wir sie nicht. Also können wir ihre Bewerbung quasi nicht weiterverfolgen. Okay, und was hast du das Gefühl? Also, ich habe ein kleines Gefühl, dass die Leute abgeschreckt sind. Also, wenn man liest, dass man quasi in einem geschützten Bereich geschaffen hat, wo nicht im ersten Arbeitsmarkt ist, dann kommen eben die Vorurteile, oder? Dass eben ein Mensch mit Behinderung, also man kann sich quasi nicht vorstellen, dass ein Mensch mit Behinderung kann arbeiten kann. Und ich bin der Meinung, dass Menschen mit Behinderung besondere Qualitäten haben und besondere Fähigkeiten haben. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich eine ausprägte Merkfähigkeit habe. Also vor allem bei Zahlen. Und ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass Chancen gegeben werden und man einfach nicht nur strikt nach dem Diplom und nach der Fähigkeit auf dem Papier gegangen wird, sondern dass man ein 1:1 Gespräch sucht. Weil so kann man sich eigentlich ein besseres Bild von der jeweiligen Person machen. Und wenn du jetzt auch den Job annimmst, ist es die gleiche so, dass du immer noch eine Rente wirst haben, wie mir jetzt? Ja, ich habe eine 50% Rente. Im Moment. Und 50% bin ich eigentlich auf der Suche gsi. Okay. Und jetzt noch eine andere wichtige Frage finde ich. Was bedeutet dir denn Schaffen? Sehr viel. Weil ich merke, dass ich sozusagen aufgrund von dem Druck, den ich habe, dass ich mich jetzt so lange haben müssen, suchen musste, bin ich so wie depressiv geworden auf eine Art. Und das hat sich auch auf meine Stimmung dann ausgewirkt. Und ich denke, wenn man arbeitet, hat man quasi so ein bisschen Sicherheit, weil dann wird man auch von der IV ja, in Ruhe gelassen, weil ich muss zum Beispiel, oder ich musste bis zu 6 Bewerbungen jeden Monat also nachweisen und ihnen schicken, obwohl ich
nicht beim RAF angemeldet bin. Also ich war ein Zeitchen im RAF angemeldet und dann ist die Frist also quasi abgelaufen. Und dann hatte ich keinen Anspruch mehr gehabt und seitdem habe ich eben nicht mehr gearbeitet. Und aus dem Grund ja auch keine Grundlage mehr gehabt, mich können wieder beim RAF zu melden, oder? Aber trotzdem habe ich müssen, von der IV habe ich den Auftrag bekommen, eben, dass ich jeden Monat wirklich muss mindestens 6 Bewerbungen rauslassen muss. Und es hat eigentlich immer nur Absagen geregnet. Und das habe ich eigentlich müssen machen, damit ich keine. Also damit. Bei mir, genau, also damit meine Ergänzungsleistungen nicht gekürzt werden und damit man mir kein fiktives Einkommen hineinschreibt in die Berechnung. Und da, weil wenn man das gemacht, also wenn man das macht, hat man einfach einen fixen Lohn, so einen Standardlohn. Und dann wird die Berechnung anhand von dem gemacht. Und darum habe ich immer müssen, die 6 Bewerbungen schreiben, damit eben das nicht passiert und dass eben nach 3 Monaten immer wieder eine neue Berechnung. Je nachdem hat das eben auch eine Auswirkung gehabt, wie meine Frau verdient hat. Oder? Aber sie arbeiten, gell? Ja. Eben, das denke ich dann schon. Erstens mal, eben, dann kommt der Druck, weil sie ja den verdient. Und dann kommt die IV und sagt, ja, sie könnte euch beide wahrscheinlich fast finanzieren, laut IV. Und dann auch irgendwie der persönliche Druck als Mann. Ich kann nichts beileisten. Das denke ich schon. Kann ein Leichthaben dann zu Depressivigkeit führen. Und jetzt noch zur letzten Frage. Was wünschtest du dir vom Arbeitsmarkt so, wenn jetzt das gut geht mit Leben wie du und ich mit dem Verein? Ist ja das schön, aber vielleicht kommt wieder mal die Zeit, immer wenn sie nicht aufbeschwören, aber auch allgemein für viele Beeinträchtigte, die auf Jobsuche sind. Was wünschtest du dir denn vom Arbeitsmarkt? Also, ich wünschte mir vom Arbeitsmarkt einfach ein bisschen Offenheit und ein bisschen, vielleicht eine Spur Toleranz und eben so ein bisschen inklusivere Denken. Also dass man, wie vorhin schon gesagt, dass man nicht einfach so nach Raster schaut, nach Diplom, nach Anforderungsprofil, sondern dass man wirklich nicht abgeschreckt, sondern offen ist, um eben auch die Leute mit Behinderung kennenzulernen. Und wie gesagt, jeder hat seine Stärken. Vielleicht einer dort, der andere da. Aber ich denke, dass man mit ein bisschen Hilfe vom jeweiligen oder vom zukünftigen Arbeitgeber dann könnte eine zugeschnittene Arbeitsstelle kreieren, wo dann auch die Stärken vom jeweiligen dann fördern tut, oder? Das wäre eigentlich meiner Meinung nach das Ziel, also Chancengleichheit und Offenheit vom Arbeitsmarkt. Mal sehr wünschenswert und ich danke auch für die ehrlichen, sehr persönlichen Einblicke jetzt in die Arbeitswelt und wie du das wahrnimmst. Danke. Kein Problem. Jederzeit. Ich